Herzlich willkommen in meiner Kochwelt. Heute gibt es mal wieder eine richtig leckere Suppe, denn letztes Mal kam die Suppe auch richtig gut an und heute gibt es ganz speziell eine türkische Suppe. Bei uns zu Hause gab es früher eigentlich jeden Tag Suppe. Meine Mama hat immer eine Suppe gekocht, Reis dazu und dann gab es eben noch ein Hauptgericht. Und eine meiner Lieblingssuppen, eine meiner lieblingstürkischen Suppen, muss ich jetzt sagen, ist die türkische Linsensuppe. Und die mache ich jetzt einfach etwas anders als meine Mama, denn sie hat immer ziemlich wenig Gemüse drin. Ich habe immer noch ein bisschen mehr Gemüse mit dabei. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt kein Standardrezept. Also die Linsensuppe macht wirklich jeder anders. Die schmeckt auch in jeder Familie anders. Und das ist jetzt so die Version, die wir zu Hause oder beziehungsweise die ich bei mir zu Hause mache. Und so schmeckt sie uns eben am besten. Und ich zeige euch jetzt einfach mal meine Zutaten. Ich habe hier 200 Gramm Linsen, also ungefähr so ein Glas voll. Die gibt es ja überall zu kaufen. Meine sind zwar jetzt von Backzeit, aber die gibt es wirklich überall. Dann habe ich hier Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln. Und zwar jeweils etwa 150 Gramm. Also geschält. Das sind jetzt etwa 180 Gramm jeweils. Dann brauchen wir gleich noch Zitronensaft. Ich benutze wahrscheinlich den Saft einer Zitrone. Ich brauche zwischen 1,5 bis 2 Liter Wasser. Dann brauche ich etwas Tomatenmark, Olivenöl. Und hier noch ein paar Gewürze. Ich habe jetzt hier Salz, Chili, Thymian. Hier habe ich noch Minze und etwas Pfeffer. Und das war es eigentlich auch schon. Und dazu gibt es später bei uns einfach ein bisschen Fladebrot und dann noch ein Hauptgericht. Und ich starte jetzt einfach mit dem Gemüse und schäle das jetzt einfach ganz kurz und hacke es dann klein. Die Karotte sorgt in dem Gericht natürlich nicht nur für den tollen Geschmack, sondern auch für die schöne Farbe. Denn ich mag es, wenn meine Linsensuppe eher so orange ist und nicht so gelblich. Hat halt auch optische Gründe. Mhm. Gell, Murat? Ich glaube, in unserer Familie tut man gar kein Ding rein, gar keine Karotten. Was dann? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mir hat es eh nie geschmeckt, was meine Mutter gekocht hat. Dafür hast du mich geheiratet. Ja. Und die Kartoffel sorgt natürlich im Gericht einfach für die Konsistenz, dass die Suppe eben nicht so flüssig ist und einfach so ein bisschen sämig ist, dass sie gebunden wird durch die Kartoffelstärke. Ich finde, das gehört eigentlich zu jeder Mahlzeit eine Suppe. Finde ich eigentlich auch. So als Vorspeise. Genau, weil das sättigt dann auch, finde ich. Und dann haust du eigentlich auch nicht den Wamp so voll bei der Hauptspeise. Also ich hau mir den Bauch eh nicht so voll. Ja, ich weiß es. Aber naja. Ich halbiere mir bzw. drittel die Kartoffeln jetzt so ein bisschen. Ich benutze nämlich gleich zum Schneiden einfach mein Schneidegerät, aber ihr könnt es auch einfach so jetzt ganz grob würfeln. So, mache ich einfach ganz kleine, feine Würfel. Zuerst die Zwiebeln. Und da kann jetzt einfach alles zusammen rein. So sieht jetzt das Gemüse aus, also richtig schön fein gewürfelt, einfach alles zusammen. Und jetzt werde ich meine Linsen noch waschen. Das ist auch immer ganz wichtig. Meine Mama hat immer gesagt, Linsen muss man immer waschen. Deswegen gebe ich sie einfach in so einen Sieb. Und die fallen gar nicht durch? Und die fallen gar nicht durch, genau. Und jetzt gehe ich sie kurz unter heißem Wasser abwaschen. Und jetzt gebe ich die Linsen einfach in einen großen Topf. Nehmt da auch auf jeden Fall einen Topf, der groß genug ist. So. Und dann gebe ich da das Gemüse drauf. So, schön noch auskatzen. Und jetzt fülle ich das Ganze mit dem Wasser auf. Aber ich nehme jetzt noch nicht das komplette Wasser, sondern erstmal nur 1,5 Liter. Und später werden wir dann einfach sehen, ob ich noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger brauche. Ups. Das rühre ich jetzt kurz durch, damit da einfach jetzt nichts am Topfboden klebt.
Und dann gebe ich da einen Deckel drauf. Ich nehme jetzt einfach die Kochblume, damit das später nicht überkocht. Wenn ich jetzt nämlich einen Topfdeckel drauf gebe, bei Linsen passiert das ganz oft, dass ich zum Beispiel so ein bisschen aufschäume und dann kocht es über. Deswegen nehme ich die Kochblume, da passiert dann nichts. Und jetzt schalte ich den Herd ein auf höchste Stufe, lasse es aufkochen und dann lasse ich es so lange kochen, bis die Kartoffeln einfach weich sind. Das dauert so ungefähr 20 Minuten. Meine Suppe ist jetzt durchgekocht und jetzt muss ich sie noch pürieren. Boah, das sieht ja richtig lecker aus, Sally. Und der Topf ist geschrumpft. Aber wie hast du das hinbekommen? Ja, und zwar ist uns da ein kleines Missgeschick passiert. Ihr müsst da echt aufpassen, wenn der Topf... Stopp, nicht uns. Doch, das war auch deine Schuld. Und zwar, wenn der Topf auf dem Herd steht, dann müsst ihr halt immer wieder Wasser nachgießen und vor allen Dingen ein bisschen rühren, damit da einfach nichts anbrennt. Und bei mir ist einfach passiert, da ist halt der Topfboden ein bisschen angebrannt. Deswegen habe ich jetzt die Suppe schnell umgefüllt, damit es am Geschmack nicht verändert. Mhm. Und jetzt machen wir halt ein bisschen weniger Suppe. Ist aber auch gut. Jetzt muss ich sie einmal kurz durchpürieren. Und es war deine Schuld, weil du so viel geredet hast. So, einmal kurz durchpüriert. Und ich gebe da jetzt aber noch ein bisschen Wasser mit rein, denn die Suppe ist mir jetzt zu dick. Also das sieht man jetzt auch hier. Das ist so eine ziemlich dicke Suppe, viel Wasser verdunstet. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Wasser rein, muss es aber dann jetzt auch noch mal 5 Minuten kochen lassen. Aber da passe ich jetzt dieses Mal auf, damit da jetzt nichts passiert. Ich werde jetzt aber schon mal die Suppe abschmecken und zwar kommt da ganz viel Zitronensaft rein. Das ist auch echt wichtig, denn die Suppe muss so ein bisschen eine Säure haben. Wenn man übrigens so eine Suppe in der Türkei im Restaurant isst, dann gibt es auch immer Zitrone mit dazu. Kennst du das, Murat? Ja. Einfach so viel, wie ihr wollt. Erstmal nur die Hälfte und dann kann man ja immer noch abschmecken. Und vor allen Dingen kann einfach jeder selber so viel Zitrone in seinen Teller geben, wie er möchte. So, und jetzt würze ich einfach noch mit meinen Gewürzen, also mit Salz, Pfeffer. Salz nehme ich jetzt einfach so einen Teelöffel. Dann frischen Pfeffer für den Geschmack. Dann noch etwas Chili. Bei mir kommt immer ein bisschen mehr rein. Wer übrigens zu Hause eine Kenwood hat, kann die Suppe übrigens super in dieser Kenwood machen, denn da brennt sie einfach nicht an, da habt ihr das Problem nicht. Ich habe sie jetzt natürlich hier im Topf gemacht für euch, damit ihr wisst, wie es auf den Topf geht. Aber normalerweise macht man die einfach in der Kenwood und dann rührt die ständig und da verdampft auch nicht so viel Wasser, weil der Deckel immer drauf ist und da passiert sowas nicht. Die Minze gebe ich jetzt nicht mit in die Suppe, denn die Minze kommt gleich oben drauf. Ich brauche jetzt aber noch ein bisschen Wasser. So, lass die jetzt hier kurz kochen, aber ich stelle es kurz auf die andere Herdplatte. Denn jetzt kommt das Besondere dieser Linsensuppe. Und zwar habe ich ja noch Olivenöl und Tomatenmark da. Und das wird jetzt einfach in den Topf erhitzt und so ein bisschen angebraten. Und das kommt dann später einfach so mit in den Teller rein. Und das ist so das Besondere, Aroma, was eben dieses türkische Gericht ausmacht. Ja. Deswegen kommen jetzt hier 2 Esslöffel Olivenöl in die Pfanne. Das gibt es sehr oft in den kleinen Topf. Das gibt es sehr oft in der türkischen Küche. Gell? So kurz was anbrösten und braten, ja. dieses Brataroma. Das machst du mit Mante ja auch. Ja, dann einen Esslöffel Tomatenmark. Wobei ich es da mit Butter und Paprikapulver mache und jetzt halt mit Olivenöl und Tomatenmark. Und das schalte ich jetzt kurz an, lass es heiß werden. So, und jetzt kann ich hier noch die Pfefferminze mit hier reingeben, mit zum Tomatenmark. Gerade so ein bisschen. Und das verrühre ich noch kurz. Und es riecht halt echt gut. Also so getrocknete Minze ist schon lecker. So. Und so sieht es jetzt aus. Und das gebe ich jetzt einfach mit zur Suppe. Und dann wird es einfach eingerührt. Und dann müsst ihr die Suppe einfach nur noch abschmecken und könnt sie dann direkt servieren. Ich würde jetzt persönlich noch ein bisschen Zitrone mit dazugeben. Mein Mann mag es eher nicht so zitronig. Deswegen lege ich einfach eine Zitronenscheibe mit dazu. Und gebe das jetzt hier in die hübschen Tassen rein. Das ist so richtig, sowas erinnert mich irgendwie an zu Hause, also an Mama. Oh je. Also ich meine, jeder kennt das irgendwie, die Linsensuppe. Danke.
So. Und wer möchte, gibt einfach noch ein bisschen Minze obendrauf. Das sieht nicht nur schön aus, sondern es schmeckt auch richtig gut. Und dazu gibt es übrigens, wie gesagt, dieses Fladenbrot. Das ist jetzt zwar ein gekauftes Fladenbrot, aber ich habe auch schon mal ein Pide selber gemacht, also ein türkisches Fladenbrot. Könnt ihr zum Beispiel auch selber machen und das dann einfach so servieren. Und der Murat kriegt natürlich auch einen Teller zum Probieren. Mhm. Und die Farbe ist richtig schön, gell? Ja. Ohne irgendwie Farbstoff oder irgendwas, alles ganz natürlich. Hat doch, aus der Karotte. Nee, ja, nicht aus der Tüte. Bitteschön. Probier jetzt, ja? Ja. Ich gebe dir nicht mehr meinen Deko-Teller, weil du machst schon immer kaputt und dann habe ich keinen. Ich bin aber ehrlich, ja? Ich bin richtig ehrlich. Ja. Der ist immer ein großer Kritiker. Nee, ja, richtig gut. Ja, ja, gell? Ohne Witz. Vielleicht müsst ihr es ja auch einfach ein bisschen anbrennen lassen und dann entwickelt sich das tolle Aroma. Nee, nee, nee. Ja, wirklich klasse, wirklich. Wirklich super. Aber scharf. Ja, klar. Aber ich mache bei mir noch ein bisschen Chili drauf. Das Rezept gibt es zum Nachlesen auf sallys-blog.de. Und hast du noch was zu sagen? Nein. Gut, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.